Seid gegrüßt, der Wolfman Garn hier. Mit dem 25. Spieltag unserer Sudbury Wolves. Heute zu Gast die Hamilton Bulldogs. Die Woche lief bisher nicht gut. 3 Spiele, 3 Niederlagen. Das soll sich heute gegen die Bulldogs ändern. Es ist zwar schön, dass ihr da Interviews macht, aber könntet ihr mal bitte weitermachen? Dann, ups, jetzt habe ich aus Versehen die Torhüter übersprungen. Macht nichts. Anfangsbully und leider wieder die Sudburys im Hintertreffen. Schöner Pass von Parade von unserer Nummer 33. Oh, und da lassen wir uns den Puck wegnehmen. Mann. Das fängt ja heute schon gut an. Eigentlich war das Beinstellen, aber egal. Timpen steht bei uns im Tor. Bilanz der letzten 10 Spiele. 6 Siege, 3 Niederlagen und eine Niederlage nach Verlängerung. Und da ist das 0:1. Ich sag doch, fängt gut an. 17:37. Camo Rosa, glaube ich, war es. Schießt hier das Tor zwischen die Beine von Timpen. Also zumindest sah es aus, als wenn es zwischen die Beine war. C- in der Verteidigung, C im Teamspiel und C im Angriff. Hamilton Goal, scored by number 11, Michael Cramarosa, assisted by number 23, Nicky Penny. Time of the goal, 2 minutes, 7 seconds. Genais, schöner Pass auf. Ja. Dann Harris. Und da ist der Anschlusstreffer. Schön. 1:1. 16:35. Wer hat es geschossen? Oh. Duchesne. Entschuldigung. Schönes Tor aus der dritten Linie beziehungsweise an der blauen Linie. Assists waren Kuminis und Harris. Sudbury Goal, scored by number 28, Jonathan Duchesne, assisted by number 16, Jacob Harris, and by number 36, Connor Cummings. Time of the goal, 3 minutes, 25 seconds. Silk läuft nach vorne, schießt, aber verfehlt hier leider. Schön abgefangen von Capo Bianco. Der passt auf Brody Silk. Silk passt auf Mingan. Schuss und Save des Keepers der Bulldogs. Big Neil. Ja, ist klar. C-, also hat sich bisher nichts geändert. 14:20 noch zu spielen. Lemek steht im Tor der Bulldogs. Und wenn der Schiedsrichter hier auch mal ein bisschen aus dem Weg gehen würde, könnte ich auch was sehen. Graskamp mit dem Puck auf Pass auf Harris. Der passt auf Genais. Oh, abgefangen von Petit. Dreht sich, aber abgefangen. Graskamp passt auf Genais und da ist es drin, das 2:1. Endlich scheint unsere Pech... Oh, Harris war es, entschuldigt. Genais und Graskamp assists und Harris haut das Ding hinter den Keeper ins Netz. Yes!
Endlich scheint unsere Pechsträhne vorbei zu sein. Na. Und, schade, Schuss von Mingan aus der zweiten Reihe, aber Banane. Icing. Da haben wir nochmal den Schuss von Mingan gesehen. Zu genau auf den Keeper der Bulldogs. Na. Au. Oh. Und da ist es drin. Brody Silk nach dem Mingan hier direkt auf den Keeper geschossen hat, konnte Silk das Tor machen. Assists waren The Roches und Wolf Mingan und Brody Silk netzt ein zum 3:1. C plus im Angriff, C in der Verteidigung und Teamspiel C. Ups, ich hab's gerade gehört. Und da ist das nächste Tor drin. Super. Roches heißt Roshane. Okay, kann ja mal passieren. Kastinov und Cipieri. Schöner Pass auf unsere Nummer 18. Pass. Schuss, aber safe vom Keeper. Big Neil, wieder Big Neil, aber abgefangen von Graskamp. Cipieri, und da ist es drin. Wow. 5:1. Ups, Hicks steht übrigens im Tor. Heffernan. Auf Zuspiel von Kastinov. Und eigentlich war es ein Eigentor. Ja, es war eindeutig ein Eigentor. Aber Eigentore gibt es ja im Eishockey nicht. Kastinov und Cipieri waren Assists. Wolf Mingan immer noch mit 20 Toren Ligaführer in der OHL. Ha! Schön abgefangen. Ich wollte eigentlich auf Silk passen. Aber irgendwie funktionierte das Ganze nicht. Schöner Pass und da ist das 6:1. 5 Minuten 6 noch zu spielen im ersten Drittel. Brody Silk macht hier den Assist. Und dann der Roshan haut das Ding hinter den Keeper. Torwartwechsel. Endlich ist die Pechsträhne vorbei. Für unsere Sudbury Wolves.
Keeperwechsel. Oh. De Roche, okay. Und De Roche mit dem Puck. Upsi. Was machen wir denn? Nicht schon wieder 2 Minuten kassieren. Zilk auf De Roche. Nochmal. Aber der Keeper passt hier gut auf. Noch 2 Minuten 45 zu spielen. Bully vor den Tor unserer Sudbury Wolves. Mal sagen sie so, mal sagen sie so. Merkwürdig. B- im Angriff und der Rest ist geblieben. Genies schuldigt mit dem Pass, aber abgefangen von der Nummer 16. Und 1 Minute noch zu spielen und safe. Na, Comines reißt sich zusammen. Noch 1 Minute zu spielen, knapp 1 Minute im ersten Durchgang. Na, auch im Nachschuss. Eigentlich schön abgefangen, wieder abgefangen von Mingan. Comines mit dem Puck. Was für ein Fehl. Schuldig Leute, ich bin gerade etwas verwirrt, weil es hier gerade etwas bollert um die Uhrzeit. Okay. Das erste Drittel endet 6:1. Damit aktueller Spielstand 1:6, beziehungsweise 6:1 aus unserer Sicht. C minus Gesamt, B minus im Angriff, C in der Verteidigung und Teamspiel C. Dann geht es auch gleich weiter ins zweite Drittel. Und ich sehe gerade, dass die Sprachanzeige hier doch etwas über die Stränge schlägt. Schöner Save von unserem Keeper. Gerade mal den Sound des Mikrofons etwas runterdrehen, dass es nicht immer bis nach hinten anschlägt. Bully vor den Tor unserer Sudburys. Schön. Mit dem ganzen Körper dazwischen. Comines auf De Roche. Der passt auf Silk. De Roche auf Comines. Was für ein Schnitzer. Keine verdammt Abseits. Assists stehen wir noch nicht drin. Wir haben ja erst, glaube ich, 10 Assists gemacht. Passiert. 18 Minuten noch zu spielen im zweiten Drittel. Schön abgefangen von Comines. Der passt auf Ginais. Passt in die Mitte zu Harris war es. Nee, Graskamp. Der netzt ein zum 1:7. Jawohl, 17:22 noch zu spielen. Es ist Comines und Ginais. Und Graskamp haut das Ding rein. Jetzt kann man eindeutig davon ausgehen, dass unsere Pechsträhne vorbei ist.
Okay, das kann man erst sagen, wenn das dritte Spiel rum ist und wir gewonnen haben, aber egal. Graskamp läuft nach vorne. Au, oh, abgefangen. Ich sehe nichts. Okay, er sagt Cummins. Ich gehe mal von der europäischen Version aus, und zwar Comines. Schöner, naja, nicht so schöner Safe, aber immerhin Safe. Hamilton mit 14 Bulli gewinnen und Sudbury mit 7 Bulli gewinnen. Schön abgefangen von Brody Silk, De Rocher und Mengan laufen hier vor und Safe des Keepers. Dreh dich mal um, ich würde gerne mal wissen, wie du heißt. Der da, ah da. Okay, das ging gerade etwas zu schnell. Peinlich. Schade. Wäre doch Hicks drin geblieben. Nein. Oh, was machen wir denn? Und schon der zweite Schnitzer. Das gibt's doch nicht. Schön daneben. De Rocher passt auf Mengan. Der auf Silk. Silk auf Mengan. Drehschuss und das wär's jetzt gewesen. Kram steht bei Hamilton im Tor jetzt. Okay. An den Schläger geschossen. C plus in der Verteidigung. B minus im Angriff. Da ist alles beim Alten geblieben. Comines auf Cipieri. Der passt hier etwas zu ungenau. Petit. Ich sehe gerade nichts. Harris. Ja. Timpen mit dem Safe. So. Und dann dürfen wir auch noch mal ran. Timpen mit 13 Paraden am heutigen Abend. Schöner Pass auf Mengan. Und was macht der? Das übliche Verschieß. Capobianco fängt den Pass ab auf Corbett, der auf Silk, De Rocher und Silk im Drehschuss, aber safe. Na gut. Okay, es war kein richtiger Drehschuss, aber na, egal. 10:32 noch zu spielen im zweiten Drittel. Gibst du mir den Puck? Schön abgefangen von De Rocher. Der wollte auf Silk passen, aber die Verteidigung schläft nicht. Entschuldigung, ich musste nur gerade lachen, weil die Verteidigung schläft nicht. Deshalb haben wir ja schon 7 Tore. Oh. Silk mit dem Puck, der passt auf Mengan. Ah. Und ich glaube, wir müssen dann... Ne, wir dürfen tatsächlich noch drin bleiben. Verdammt, hätte ich mal... Hätte ich mal, genau. Kann man eigentlich auch den Schiri checken? Nee, ne? Geht nicht. Und Bulli vor dem Tor der Sudbury Wolves. ...16:7 Bulli-Gewinne. Also von den Bulli-Gewinnen her hat Hamilton hier eindeutig die Nase vorn. Wer bist du? Ich glaube, du müsstest G-Nice sein. Wäre peinlich, wenn jetzt nicht. Petit
passt auf den Torschützen zum 1:0. Aber abgefangen Graskamp. Passt auf Genais. Genais auf Harris müsste es gewesen sein. Und Petit fängt den Puck ab. Nee, Entschuldigung, jetzt hat Petit den Puck. Lupris müsste es gewesen sein. Deschamps. Und, schade. Genais mit dem Schussversuch. Graskamp, Harris. Deschamps. Ja! Duchesne meint ich eigentlich. Und da ist das 8:1 drin. Graskamp auf Zuspiel von Duchesne und Harris. .329 noch zu spielen. Was für ein Fehlpass von Capobianco. Aber abgefangen. Na. Ah, Pass auf Mengan, der böser Check. Mann. Nach Punkten stehen wir auf Platz Nummer 6 mit Wolf Megan, Capobianco, Kastinov und Gram mit dem Save. Na, lasst ihr euch mal in Ruhe. Comines, Deschamps und abgefangen. Imk müsste das, glaube ich, gerade gewesen sein. Timpen mit dem Save. 900. vor Schluss des zweiten Drittels. Ja, die 900. böse Erfahrung. Im letzten Spiel oder im vorletzten war es ja, dass wir aufgeholt hatten und dann 900. vor Sirenenschluss noch den Treffer kassiert haben, dass wir verloren haben. Das zweite Drittel endet. Ja, ich muss gerade mal gucken. 2:0 sein. Aktueller Spielstand 8:1. Ja, 2:0 war richtig. Dann geht's auf ins Schlussdrittel. Ha! Na! Was abseits. Mann. Wir hatten mich da ins Abseits laufen lassen. Na gut. Wir hatten den Bulli so gut wie sicher. Oder hatten den Bulli gewonnen. Silk im Vorwärtsgang auf Duchesne. De Roche. Entschuldigung. Und Timpen mit dem Save. Gib mal den Puck her. Schade. Bulli vor dem Tor der Sudbury Wolves. 18:38 noch zu spielen. Im letzten Drittel. Bulli-Gewinn der Sudburys. Schöner Pass
Passt auf Silk, passt auf De Rocher, auf Corbett, Mingan mit dem Puck und leichter Check, dadurch Puckverlust. Schöne Schach, ei. 16:52 noch zu spielen im Schlussdrittel. Angriff B-, Verteidigung B-, C Gesamt und Teamspiel C. Und die Sudberrys in der Vorwärtsbewegung. Harris mit dem Puck hinters Tor gepasst. Graskamp schafft es, ihn zu bekommen. Harris mit dem Schussversuch. Nicht festgehalten vom Keeper. Wieder nicht festgehalten und abgefangen. Schön wieder abgefangen von den Sudberrys. Kumines, Graskamp, Ginais. Und dann sind die Bulldogs wieder im Angriff. Und da verkürzen sie zum 2:8. 13:12 noch zu spielen. Fox auf Lemek. Beziehungsweise Lemek passt auf Fox. Und das Ding ist hinter unserem Keeper im Netz eingeschlagen. Na gut, sei es drum. Wir führen noch, alles andere ist unwichtig. Oh. Silk, passt auf Megan, Schuss, aber ja, Gram mit dem Save. Ja, hätte es ein bisschen genauer geschossen, wäre er drin gewesen. Links und rechts war so viel Pass. Platz. Und was machen wir? Wir schießen direkt auf den Keeper. Oh. Silk. Na. Ah. Und Gram mit dem Save. 10:48 noch zu spielen im Schlussdrittel. B- im Angriff, B- Verteidigung, C Teamspiel und C Gesamt. Lemek aber läuft. Ja. Entschuldigt, jetzt habe ich es gerade vergessen. Kumines auf Heffernan. Schuss und Lemek fängt den Puck ab. Und momentan ist es ein Hin und Her. Cipieri mit dem Puck. Na. Kastinov. De Rocher. Heffernan, Cipieri, Kastinov, Cipieri, ja, und abgefangen. Na. Kumines. Und jetzt dürfen wir auch wieder aufs Spielfeld. 6 Minuten. Ja, schön abgefangen. Noch zu spielen hier im Schlussdrittel. Au. Ah. Drehschuss. Heffernan. Passte auf Mengan. Heffernan. Und wieder geht es in Richtung des Tores,
der Sudberrys. Schöner Pass auf Heffernan. Der passt auf Mingan. Und, ach Mann, wir müssen unbedingt was mit unserer Puckbeherrschung machen. Silk lässt sich hier etwas zurückfallen. Zurückdrängen meine ich. Ah, was für ein Fehlpass. Au. Okay. Fox netzt hier ein zum 8:3. Naja, okay. Passiert. Hamilton goal, scored by number 16, Trent Fox. Assisted by number 8, Brett Marischka. And by number 55, Adam Vigna. Time of the goal, 18 minutes, 39 seconds. Graskamp, Ginais. Schönes Zusammenspiel von Graskamp und Ginais. Ginais mit dem Schuss, aber safe noch. 35 Sekunden sind jetzt zu spielen im Schlussdrittel. Na, wo ist er? Timpen mit dem Safe. Und in den letzten 24,6 Sekunden darf auch nochmal Wolf Mingan rein. Standen wir unserem eigenen Spieler hier im Weg. Verdammt, das sollte eigentlich nicht passieren. Na, lässt du mich mal durch hier. Und, ah, das wäre es doch jetzt noch gewesen. Und mit diesem Save endet das heutige Spiel. Hamilton Bulldogs gegen Sudbury Wolves mit 3:8. Jawohl, es geht doch. Weiter geht's. C im Gesamt, B minus im Angriff, C plus in der Verteidigung und im Teamspiel auch C plus. Die drei Stars am heutigen Abend sind Heffernan mit 2 Toren, Harris mit 1 Tor und 2 Assists. Und Graskamp mit 2 Toren und 1 Assist. Oh, das hat man auch selten. In der Statistik sieht es wie folgt aus. 3:8 Tore. Schüsse insgesamt 29:28. Checks 0:1, Zeit in der Offensive 6:30:8:48 und Pässe in Prozent jeweils 83%. Strafminuten Powerplay und Powerplay-Minuten sind 0. Bully gewonnen 22:15, Breakaways 0:1. Und Unterzahl Tore 0. Dann
schauen wir uns noch schnell die Tabelle an. Na komm. Genau. So. Sudbury Wolf ist auf Platz Nummer 1 mit 39 Punkten, 19 Siegen, 5 Niederlagen und einer Niederlage in Overtime. 78%, was die Punkte betrifft. Tore 120 und 71 Gegentore. In der Gesamtliga stehen wir noch vor den Erie Otters. Super. So, dann gehen wir jetzt wie gewohnt auf Speichern. Aktuelle Daten überspeichern. Wenn euch dieser Teil gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und schaltet auch morgen wieder ein, wenn es heißt Let's Play NHL 2016 mit unseren Wolf Mengan, den Sudbury Wolfes und dem Heimspiel gegen die Flint Firebirds. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, euer Wolf Mengan.